Hallo zu Mozart TV. Mein Name ist Mo Tamsin und wir sind weiter bei der R14. Und zwar, ich hatte ja gesagt, ihr könnt noch ein paar Sachen fragen, ihr habt das auch getan. Ich persönlich hatte mir eigentlich ja noch vorgenommen, mir die GI mal genauer anzugucken. Muss aber entdecken, dass letztendlich habe ich da nicht so viel rausgefunden, dass es sich lohnen würde, nochmal großartig drüber zu sprechen. Aber es gibt ja noch ein paar Kleinigkeiten, so dass wir vielleicht da auch nochmal einen Blick drauf werfen können. So, der Maikai, jemand aus der Facebook-Gruppe, Moment, nee, nicht die Facebook-Gruppe, jemand aus dem Blog, hat nämlich etwas gefragt und ich habe tatsächlich rausbekommen, was das ist. Der Maikai wollte gerne wissen, wie das Drag-and-Drop bei einem Espresso funktioniert. So. Und das gucken wir uns jetzt mal an. Das ist nämlich offensichtlich neu. Ich habe es gar nicht gesehen in den Details, aber das können wir uns ja mal anschauen. So, ich mache mal hier zwei Objekte. Eine Kugel und einen Zylinder. Und Espresso. So, zack, da rein, wie immer. Kugel auch rein, wie immer. Zing, zing. So, und jetzt gibt es sowas Neues. Und zwar, wenn ich den Zylinder hier anwähle, kann ich die ganzen Optionen, die er bereitstellt, also die Daten einfach per Drag and Drop reinziehen. Radius, Kugel genau dasselbe, Radius, verbinden. So, schöne Geschichte. Wenn ich jetzt hier den Radius bewege, ist der gesynkt mit der Kugel. Und eine Kleinigkeit fällt euch vielleicht noch auf. Das Symbol hier hat sich geändert. Also das Symbol beim Zylinderradius ist jetzt ein kleiner rausgehender Pfeil. Der zeigt nämlich jetzt an, dass er eine Espresso-Schaltung hat und hier ein Ausgang existiert. Bei der Kugel müsste es übrigens jetzt genau ein kleiner Pfeil links sein, nämlich da ist ein Eingang. So. Und übrigens, wenn man einen Aus- und Eingang hat, dann sind das zwei kleine Pfeile nebeneinander. So schaut's aus. So, auch noch eine kleine nette Option. Jetzt kann man schon bei den Objekten sehen, dass hier espressomäßig was los ist. Das ist ja auch ganz gut, manchmal ein Feedback zu haben. Und ja, das war's. Das ist der Drag and Drop. Ich hoffe, dir gefällt diese Funktion jetzt. Können wir nochmal was machen? Was hat denn die Kugel? Die Kugel hat ja leider nicht so viele Optionen. Segmente. Machen wir mal. Synchronisieren wir mal die Segmente der Kugel und des Zylinders. Zack. Ich wähle den an. Ich mache mal Wi-Fi-Modus. Kann es auch mal hier so docken, ne? Sieht viel besser aus. So, zack, zack. Und ändere am Zylinder die Segmente und siehe da, die Kugel ändert sich auch. Ja, so, das ist Drag and Drop. Und jetzt hast du es gesehen. Wenn wir schon dabei sind, eine Kleinigkeit, die es noch neu gibt, man kann jetzt null Objekte einfärben. So, also, blapp, ich gebe ihm mal eine Farbe, rot und sage Icon-Farbe. Null Objekte können jetzt farbig sein. So, ist wahrscheinlich wieder schön, um Sachen zu sortieren oder so. Schöne Geschichte. Okay, so. Und ich habe tatsächlich auch noch ein bisschen mit dem Sculpting rumgespielt und noch ein paar neue Sachen entdeckt. Und die wollte ich euch auch zeigen. Und zwar zeige ich euch erstmal hier meinen weiter bearbeiteten Ogre. Der ist nämlich ganz gut abgegangen. Moment. GI. Ganz kräftige Szene. Guckt euch den Jungen mal an, ja. Den habe ich mir noch mal ein bisschen vorgeknöpft. So. Und der hat noch ein bisschen Faxen bekommen, wie ihr seht. Und das zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Was ich nämlich erst nach meiner ersten Sendung entdeckt habe, ist, dass im Content-Browser netterweise natürlich auch ein bisschen Material für das Sculpting da ist. Ein paar Example-Projekte sind hier, schöne Geschichten. Und dann natürlich Brush-Presets, was ich letztes Mal habe ich mir irgendwie was selber rausgefummelt. Und auch ein paar entsprechende Shader. Das sind übrigens alles Art-Shader. Ich weiß nicht, ob ihr die Art-Shader kennt. Jetzt habe ich den Ogre. Ne, da haben wir ihn noch. Das kann ich euch mal kurz zeigen. Art Shader funktioniert folgendermaßen. Ich nehme mal hier wirklich so ein fancy goldenes Ding.
Hier ist einfach im leuchtenden Channel ein Art Shader, der kommt eigentlich von Sketch and Toon. Und im Art Shader ist einfach das hier als Textur, nämlich eine Kugel mit einer Beleuchtung. Und wenn man das einem Objekt übergibt, so, dann hat man nämlich ohne Licht, ohne irgendwas, das hier. So, das hilft natürlich beim Modellieren, weil diese Shader quasi in Echtzeit sind und diese ganzen Reflexionen und so machen, man sieht dann einfach besser, was los ist. Es gibt den und halt so das Übliche, der hier, dieser Clay-ähnliche Shader, den gibt es auch bei ZBrush. Und ja, das ist ganz nett. Und jetzt habt ihr gleich mal was gelernt. Falls ihr den Art Shader noch nicht kanntet, könnte ein ganz nützliches Ding sein. Also sogar wenn ich aus dieser Szene hier sämtliche Global Illumination und alles rauskicke. Moment. So, sieht diese Figur hier halt aus wie mit irgendeinem Metall gerendert oder so. Nette Geschichte, ne? Okay, so, aber bleiben wir mal bei den Presets. Und zwar gibt es auch ein paar Basic-Figuren. Das nehmen wir uns dann mal hier. Nehmen wir mal das Pferdchen. Jo. So, ich mache mal eine neue Szene. Ist ein bisschen sauberer. Content Browser. Ein Hund. Ah, ein Elefant. Elefant. Yeah. Hallo. So, wähle ich den Body an, gehe auf Sculpting. Unterteilen, 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 unterteilen. Unterteilen. So, und das Schöne ist nämlich, was ich jetzt auch entdeckt habe, die Presets, die ihr eben gesehen habt, diese ganzen Stamps und Dinger, die es gibt, die kann man sich nämlich einfach hier anwählen. Das habe ich letztes Mal überhaupt nicht bemerkt. Da gehe ich auf Laden, dann geht hier ein Preview-Bildschirm auf. Guck mal, das ist ganz schön viel Zeug. So, und was natürlich extrem naheliegend ist, hier gibt es ja halt so ein lustiges Muster, ne? Also, Elefant, zack, so. Ist nicht so aufregend, hat man jetzt erwartet, wenn ich eine Textur einlade, dann macht er mir hier ein Muster. Nicht so der Superbringer, aber was der noch kann, die Pinsel sind nämlich deutlich cleverer. Ich zeige euch erstmal anhand dieser schönen Muster. Der ist nämlich jetzt so eingestellt, ich gehe mal davon aus, dass man hier unter Schablone entsprechende Werte setzen kann, dass der Pinsel sich dann so verhält. Hier macht er jetzt nicht einfach einen Stamp, sondern ihr seht, ich habe da einen kleinen Punkt und wenn ich den ziehe, ziehe ich das Muster, kann es auch hier interaktiv auf dem Elefantenrücken drehen und irgendwann, wenn es mir in den Kram passt, loslassen. So, auch ziemlich lustig. Noch verrückter wird es allerdings, ich mache das mal wieder weg. Es gibt nämlich noch eine Funktion, habe ich entdeckt und die ist wirklich richtig cool. Ich nehme mal Pipe. Okay. Bisschen kleiner. 6. Okay. So. Und hier folgt nämlich, guck mal, der hat automatisch auf Wiederholung geschaltet. Kann ich jetzt eine Struktur auf den Elefanten malen? Ey, machen wir noch eine Unterteilung. Fauler Hund. Nochmal die andere Seite, ne? Link ist schon voll gemalt. So. Seht ihr das? Das ist jetzt ein sich wiederholendes Muster und ich kann das halt konkret einfach, seht ihr das, da folgt so eine Art Spline auf der Oberfläche und ihr könnt halt auch dementsprechend wiederholende Muster machen. Hier gibt es so lustige Pipes, was auch sehr interessant ist, sind Reißverschlüsse. Moment, 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 haben wir gleich einen. Der hier ist schön. So, das Tier ist nämlich ein Stoffelefant und der hat auf dem Rücken, ah, ein bisschen dick, ne? Mal einen kleineren. So. Von oben bis unten ein Reißverschluss. So. Vielleicht am Bauch auch noch. Sag mal, Moment, ich habe doch hier auf 5 geschaltet. Böses Ding. So. Macht auch den Reißverschluss anständig. So, und das ist natürlich ziemlich klasse. Jetzt kann man die verrücktesten Dragon-Skins und so eine Geschichten. Hier können wir versuchen, den Elefanten zu einem
bösen Dinosaurier umzubauen. So. Naja, ihr seht schon. kann man einfach alles easy raufmalen und das ist natürlich ziemlich klasse. Ein super derben, achso, ja, Elefantenhaut, würde ich mal sagen. Moment, wo haben wir denn? Rhino-Skin. Oh, Entschuldigung. Den habe ich wohl eben nicht angeklickt. Aber wir machen mal einen normalen Skin. Das hier sieht auch schon nach Elefant aus, finde ich. So, Elefant, nicht so nackig. Zack, guckt euch das mal an. Der ist natürlich jetzt ein bisschen zu hoch skaliert. Den nehme ich nochmal weg. Gehe auf Schablone. Ich stelle ihn erstmal hier kleiner. So. Das ist jetzt die Haut. Schöne Geschichte. Wo ist denn mein... Der hier ist abgefahren. Krater. Sehr schönes Ding. Hier stelle ich tatsächlich in der Schablone die Größe ein. Man hat hier so ein interaktives Preview mitten auf dem Bildschirm. So. Und jetzt machen wir dem Elefanten mal einen Kraterrücken. So, ziemlich abgedreht das Ganze. Steinelefant. So. So, und das ist einfach natürlich super. Also hier gibt es zahlreiche Presets, mit denen man schon eine Menge anfangen kann. Oh, hier ist ja sogar Elefanten-Skin. So, mal gucken. Ja. So, bisschen kleiner vielleicht. Ja. Zu unserem Elefanten passend. Und ratzfatz hat man hier einen verrückten Elefanten gemalt. Und zwar... Moment... Rooftop. Irgendwie aus irgendeinem Grund, hier war wohl ein Techniker bei Max. Hier gibt es ungefähr 100 verschiedene Schrauben und so ein Zeug. Da. komm schon. Ich möchte einen gefährlichen Drachen machen aus dem Elefanten. Dragon Skin. Ah, nehmen wir mal den hier. Das ist ein böses Teil. Oder? Ja, böses Teil. Er hat nämlich hier Dragon. So, böser Olifant von Herr der Ringe ist er jetzt. Naja, ihr wisst schon, was ich meine, ne? Ja, das Horn ist auch ganz gefährlich. So, und weil es so schön ist, ein paar Scratches. Oh, die sind auch interaktiv. Da. Also ihr seht, das geht tatsächlich sehr, sehr fix, also mit den vorbereiteten Brushes, die hier alle existieren, kann man eigentlich fast zu jedem Terrain, was man so vorhat. Jetzt wird es ein bisschen technisch, pass mal auf, ja, am Arsch. So, kann man ja, sich da auf die Schnelle was extrem schnell dekorieren. Ich bin echt mal gespannt, wie sich das in der Praxis auswirkt, also... Ein Ohr. Das ist echt verrückt. Und ja, und diese Höhenshader und Brushes, die kann man sich natürlich dann auch selber bauen und kann mal gucken, was da so abgeht. Hier, oh, Snake Skin, ja. Mein. Was ist das? Halb Elefant, halb Schlange. Hä? Müsste das Skin nicht eigentlich andersrum? Moment. Winkel. Achso, das ist die Größe, der Winkel oder Schlange, müsste eigentlich in die Richtung, ne? Moment, wir sehen jetzt, wie es geht. Radiergummi und einmal bitte, zack, Schlangenhaut neu mit den Schuppen nach unten. So, wenn es jetzt regnet, dann läuft das nicht unter die Schuppen. Alles gut, Elefant, keine Panik. So, klasse Geschichte. So, hier. Und jetzt wisst ihr auch, wie der verrückte Ogre sich hier weiterentwickelt hat. Und komm, hier auf der Hand hat er einen Reißverschluss. Hinten hat er jetzt einen Steinrücken. Verrückte Geschichte. So, und das macht richtig Spaß. Da entdeckt man nochmal wieder das Malspaß. Fantasieland in sich. Okay, so, was ich noch vorbereitet habe.
wie gesagt, ich wollte die GIs erforschen, musste aber feststellen, so richtig viel, oder beziehungsweise das Wesentliche habe ich eigentlich schon letztes Mal gesagt, nämlich, ich schmeiße das mal weg und mache es nochmal frisch, so, Global Elimination, vielleicht nochmal vorneweg, der neue Global Elimination Veränderung ist im Prinzip jetzt witzigerweise wieder zurückgeflossen aus der Entwicklung von dem physikalischen Global Elimination. Der heißt ja nicht Global Elimination, sondern indirekte Beleuchtung. So, da wurde ja eigentlich gesagt, ist im Prinzip wie QMC, nur ein bisschen schneller. So, und eigentlich ist jetzt sozusagen das wieder zurückgekommen in den ursprünglichen QMC. Und deswegen gilt das, was auch für den physikalischen gilt, erst einfach wieder da, ein bisschen schneller. So, Moment, ich mache mal das Fenster zu. Und es zieht. Polygonloch schließen. Zack. So. Jetzt müssen wir nur noch dafür sorgen, dass diese nette Fläche mit eingeschlossen wird. Selektion, einfrieren, zack, alles blau, wieder rein in die Kamera, da ist er. So, also. Hey, physikalisch, achso, Standard, Entschuldigung. So, Global Elimination eingeschaltet. Wir können es auch mal ohne Global Elimination angucken. Sieht dann so aus. Hui, ich kann ruhig ein bisschen kleiner machen, ne? Ich stelle gewohnheitsmäßig immer auf 720p, aber jetzt ist mein Bildschirm kleiner. Zum Capturen schalte ich nämlich immer die komplette Auflösung von dem iMac auf HD runter. So, damit der nicht so viel zu tun hat, ne? Und ich hier nebenbei noch ein bisschen was machen kann. Okay, so, das ist das Bild ohne Global Elimination. Jetzt schalten wir sie an. Und ich stelle auch mal auf QMC. So. Und wie ihr das letzte Mal schon gesehen hattet, hat sich hier was geändert. Hier konnte man ja normalerweise Samplingwerte und Genauigkeit einstellen. Und jetzt gibt es eine Menge mehr. Und das ist defaultmäßig auch angeschaltet und das ist auch richtig so. Weil diese ganzen verbesserten Algorithmen, es macht eigentlich keinen Sinn, die ausgeschaltet zu haben. Das halbkugelförmige Sampling ist einfach, der holt mehr Informationsstrahlen rein. Und genauso mit dem Himmelssampling und Flächensampling. Allein Resiliosity Maps bilden noch eine kleine Ausnahme. So, wir testen das jetzt aber mal durch. Ich habe das angeschaltet. Es steht auf Mittel und wir können mal gucken, was der tut. Man kann nämlich unter Programmvoreinstellungen Renderer sagen Global Elimination Informationen in Konsole anzeigen. Das habe ich schon aktiviert und hole mir jetzt mal die Konsole. Ich bin gerade mal am gucken, weil mein Mac rauscht hier ganz schön. Denn was angeschaltet noch? Rendert er vor sich hin? Nö, ist wahrscheinlich das Screen Capturing, was denn gerade passiert. So, und ich habe die Global Elimination angeschaltet und drücke jetzt mal bitte rendern. Verschwindet die Konsole, aber hier könnt ihr es sehen. Der zeigt nämlich netterweise an, was er da tut. So, er hat eine Sample-Genauigkeit von 0,75. 75% also. Sample-Anzahl, die er sich selber errechnet, wenn also hier der Wert auf Mittel steht, dann guckt er sich schnell die Szene an und errechnet sich, wie viele Samples er wahrscheinlich benötigt und zeigt auch an, wie viel Zeit er dafür benötigt hat, und zwar 0,024 Sekunden. Alter, voll lange gewartet. Und das Nette ist ja, ich finde das ja auch immer ganz gut, mir hat das auch schon gefallen bei Sketch and Toon oder so, da kann man ja auch immer einstellen, Beginner, Advanced, Specialist, und dann kriegt man immer mehr Features zur Verfügung. Aber als Beginner muss man die auch nicht kennen. Und beim physikalischen Sampler, beim physikalischen Renderer mag ich es eigentlich auch. Da hat man jetzt die Einstellung Low, Middle, Zack, kann man benutzen oder auch modifizieren. Und so ähnlich ist das jetzt hier auch. Hier steht da einfach generell auf Mittel. Man kann aber auch sagen, Benutzer definiert. So, und der Witz ist nämlich, wenn ihr jetzt hier Berechnungen macht und möchtet aus irgendeinem Grund diese 0,024 Sekunden einsparen, dann wisst ihr ja, die errechnete Sample-Anzahl bei einer mittleren Qualität ist 128. Dann könnt ihr jetzt auch direkt die 128 eingeben. Er muss also vorher die Ermittlung nicht mehr machen und spart 0,024 Sekunden.
Buh. So, ihr merkt schon, das ist sowieso, also wenn wir mal ganz ehrlich sind, ich muss ja auch sagen, in der Praxis, ich weiß nicht, es gibt sicher ein paar Leute da draußen, die dann mit solchen Sample-Werten und hin und her, und euch ist bestimmt nicht aufgefallen, dass in den Vorversionen von Cinema, ich starte hier nochmal die uralte 13, ja, die können wir uns nochmal angucken, dass in den Vorversionen von Cinema sehr, sehr viel Einstellungen für Global Illumination auch in den Materialien waren. Guckt euch das mal an, Illumination. Hier konnte man nämlich Sampling-Modus einstellen, also spezielles Oversampling, QMC-Sampling, per Pixel QMC-Sampling, was alles dafür gesorgt hat, dass die GI-Modis noch mehr präzisere Genauigkeitsgeschichten bekommen konnten via Material. So, aber ich gehe mal davon aus, dass der Großteil der Menschen das überhaupt nie gesehen hat und auch nie benutzt hat. Und tatsächlich ist es jetzt auch in der 14er, ich mache wieder ein neues Material, verschwunden. So, denn diese ganzen Funktionalitäten, die sind jetzt hiermit hochgerutscht. Das passiert jetzt alles da oben in dem Dialog, mehr oder weniger. So, aber wir gucken mal. So, er hat die Szene gerendert, 1 Minute 40 hat er gebraucht. Ich habe die Zeit mit Sabbeln überbrückt. Und hier steht nämlich jetzt die Strahltiefe auf 1. Das heißt, das Licht trifft einmal auf die rote Wand, als Beispiel jetzt, ne? Dann auf die Kugel. In Wahrheit ist es übrigens witzigerweise umgekehrt. Also der Strahl wird nämlich rückwärts berechnet. Also eigentlich rechnen die immer die von Maxon immer vom Auge zum Objekt und dann zur Lichtquelle. Witzig. Aber das kann uns ja leider sein. Wir stellen uns das vor wie in der echten Welt, ne? Das Licht kommt aus der Lichtquelle, knallt gegen die rote Wand, ist total irritiert und prallt gegen die Kugel und deswegen ist die Kugel hier leicht rot. Und das ist schön, weil es auch in der echten Welt so ist und unsere Szene sieht dann echter aus. So. Der Witz ist aber, dann hört es auf. Die Strahltiefe kann man erhöhen. Man sagt, ey, hör nicht auf, wenn du gegen die Kugel prallst, sondern weiter. Und ihr werdet mal sehen, was sich dabei ändert, außer dass es wieder ein bisschen mehr Renderzeit kostet. Aber ich habe jetzt übrigens aus Versehen hier die Samplezahl auf 64 stehen lassen und nicht auf 128. Egal, es wird ein bisschen körniger, aber dafür geht es auch ein bisschen schneller. Soll ich was erzählen in der Zeit? Ja, sicher, ne? So, und außerdem gab es früher für die QMC Iridians Cache Geschichten eigentlich unterschiedliche Einstellungen und die sind jetzt alle auch zusammengemerged worden in dieser Einstellung. Das heißt, was ich hier gerade mache für den QMC-Modus, gilt auch für die anderen Modi, nur dass es sich anders äußert. Während im QMC-Modus der Grain, also das Rauschen hier immer größer wird bei niedrigen Sample-Werten, entstehen beim Iridians Cache-Modus einfach mehr Flecken, weil da auch die Genauigkeit nachlässt und die Flächen werden nicht so gleichmäßig kalkuliert, sondern bekommen einfach Flecken. So, okay. Hier können wir es aber jetzt auch schon sehen. Achtet mal besonders auf die Schatten unter den Kugeln. Hier sind sie schwarz, weil Licht trifft auf Feierabend und hier geht jetzt nochmal ein Bounce von der Kugel auch in den Schattenbereich und sie werden ein bisschen heller. Die Szene wird also wieder ein bisschen noch realistischer ausgeleuchtet, sag ich mal jetzt einfach, also entspricht noch weiter der Natur und ist eigentlich gut. In vielen Fällen, wir können ja nochmal ganz zurückschalten, hier ist ohne GI, reicht aber auch schon der Modus. Also für viele Geschichten, gerade wenn man draußen ist oder so, und normalerweise stellt man den Schatten, ich habe es jetzt hier getan, ja auch nicht auf 100% Dichte und schwarz, sondern macht den irgendwie 80% Dichte und vielleicht leicht bläulich oder so. Insofern ist es fraglich, ob man jetzt, wenn man ein bisschen sich auskennt, wirklich mehrere Strahltiefen braucht. Meistens kommt man mit einer aus. Und der Witz an der Geschichte ist nämlich, gucken wir uns mal an, der hier hatte mit 128 Samples 1 Minute 40 gebraucht. So, ich gebe Ihnen jetzt mal hier wieder den Modus, dass er sich selbst berechnen soll. Und ich gehe mal davon aus, dass er auch 128 wieder nimmt. Können wir da beobachten gleich.
Und jetzt schalte ich mal die Radiosity Map dazu und sage nochmal rendern. So, und die Information ist eigentlich, die ich letztes Mal schon gesagt hatte, und viel Schlaueres habe ich da auch nicht drüber rausbekommen. Diese Funktion, diskretes Flächenlicht-Sampling, diskretes Himmel-Sampling, halbkugelförmiges Sampling und am Ende sogar das Radiosity Mapping, sorgen einfach dafür, dass die übliche GI etwas schöner und genauer wird in weniger Zeit. Das war's. Und mehr müsst ihr eigentlich darüber auch gar nicht so doll wissen. Gucken wir jetzt mal den Geschwindigkeitsvergleich an. Also das hier war unser Original mit 1,40 und mit Radiosity Map braucht er jetzt 41 Sekunden. Also das ist ja schon ganz anständig. Obwohl das eine simple Szene ist. Und ich sogar glaube, das Radiosity Map hat nämlich Einschränkungen. Und zwar nimmt sie gar keine Rücksicht auf perfekte Kugeln und diesen speziellen unendlichen Cinema-Boden. Das ist nochmal ganz interessant zu prüfen. Ich lasse es nochmal rendern. Und mein Problem mit der Radiosity Map ist eigentlich auch, mir ist nicht so richtig bewusst, wozu die gut ist. Denn sie macht Folgendes. Sie macht vorher eigentlich in GI eine ganz kurze Berechnung und speichert auch schon so Sampling-Daten in Texturen ab. Das bedeutet, sie verbraucht schon mal Speicher. In diesem Fall sind es 34 Megabyte. Dafür geht alles ein bisschen schneller, habt ihr gesehen. Auch nett. So, sie hat aber auch eine Einschränkung. Ich lasse mal fertig rendern. Gucken, was es mit der Zeit angestellt hat. Der hier war nach 41 fertig und... oh. Alles klar, sogar noch weniger. Kleiner Vergleich, das ist die Optik ohne Radiosity Map und das mit. So, also ich finde, ich sehe jetzt hier minimale Unterschiede, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass die Radiosity Map großartig was in Qualität jetzt reingebracht hat. Sie hat es aber auf jeden Fall extrem beschleunigt. So. Sie hat aber auch eine Beschränkung. Und zwar, wenn ihr aus irgendeinem Grund eine Szene habt, wo die Strahltiefe auf über 2 hattet, also 3 oder 4, weil ihr möchtet, dass die ganzen Bounces korrekt berechnet werden, vielleicht ist es ja ein ganz dunkles Zimmer und ihr möchtet wirklich, dass das Licht überall in alle Ecken kommt, da ist die Grenze. Denn die Radiosity Map berechnet eigentlich nur einen Bounce. Ausnahme sind der Himmel und dieses Flächenlicht, von denen berechnet sie auch gerne 2 Bounces, aber der schneidet das dann quasi ab. Das heißt, das ist auch eine kleine Einschränkung. Ich könnte jetzt hier, wie ich möchte, auf 8 stellen, er würde aber einfach nur 1 bis 2 berechnen. Das ist eine kleine Einschränkung, die das beinhaltet und man kann diese Dinger abspeichern. So, wie wir aber auch schon gelernt haben, dauert die Berechnung der Radiosity Map. Ich habe keine Ahnung, wie lange die dauert, das steht jetzt hier nicht. Aber es ist auch ein unglaublich kurzer Zeitraum. So, man kann die zwar jetzt abspeichern, es gibt vielleicht wirklich Situationen in unglaublich komplexen Architekturvisualisierungsszenen oder so, wo das vielleicht toll ist, dass man die abspeichern kann und dann die. Nehmen wir mal an, es sind 5 Minuten pre-calculated Zeit von den Radiosity Maps einspart. Aber ich bilde mir jetzt gerade ein, in der Praxis, in den Szenen, die ich zum Beispiel sehr viel habe, die eigentlich immer so mittelschwer sind, macht sich das jetzt erstmal nicht so bemerkbar. Beziehungsweise die Sekunde Mehraufwand, die Sekunde Zeitgewinn verliere ich wieder, weil ich ständig drüber nachdenken muss, ob jetzt irgendwas gerade hier ein- oder ausgeknipst ist oder der Cache, wo der ist und bla. Keine Ahnung, ist eigentlich Kram, mit dem ich mich gar nicht so dringend beschäftigen muss. Also, weiß nicht. Das werdet ihr dann rausfinden. Ihr habt vielleicht ganz anderes Vorgehen bei solchen Geschichten. Eine Sache zeige ich euch jetzt noch. Ich schalte jetzt mal doch auf Irradiance Cache Modus. Gucken wir uns auch mal an, wie das funktioniert. Also, die Einstellungen hier bleiben eigentlich dasselbe. Ich mache Radiosity Map für den Moment nochmal aus. Und schalte aber hier tatsächlich mal absichtlich eine sehr low Sample-Rate ein, damit ihr mal seht, wie das aussieht. So, er rechnet hier wieder, Sample-Zahl 32. Zeigt er einfach nur an. So,
geht natürlich viel, viel schneller, aber hier kann man es auch schön sehen. Bei Low Samples, es wird halt nicht rauschender, so wie bei QMC, sondern hier habt ihr diese Flecken. Ne? Ich bin ja übrigens schon immer QMC-Fan und benutze den schon immer, 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 weil den gibt es seit, ich weiß nicht, Cinema 2, seit 2007 oder so, irgendwie in der 6er oder 7er Version kommt QMC zum ersten Mal und der ist schon immer drin in Cinema und der hat schon immer nicht geflackert. Der ist allerdings Brute Force, der hat immer schon mehr Renderzeit gekostet. Also wenn man bei QMC auch ein schön glattes Bild haben will, muss man natürlich die Samples entsprechend hochstellen und es kostet mehr Renderzeit. Dafür flackert nichts. Ihr könnt die verrücktesten Polygonverklappungen machen und es flackert nicht. So. Also es ist weiterhin ein Märchen, dass erst seit der 13er Flickr-Fry GI möglich ist. Das ist einfach Quatsch. So, okay. Jetzt gibt es noch Geschichten, weil dieser Iridium's Cache Modus, der ist natürlich auch eine runtergebrochene Variante, der zwar die Flächen schön rauschfrei macht, aber bei der Genauigkeit da auch gerne mal so ein bisschen trickst. Und da hat man jetzt noch die Möglichkeit zu sagen, okay, hier bei Flächensampling oder so, wenn ich es jetzt wirklich, wirklich trotzdem exakt genau haben möchte, kann ich nochmal den Pro-Pixel-Modus, ihr erinnert euch, der war früher in den Materialien, kann ich hier den auch nochmal aktivieren, beziehungsweise auch nur für das so und so Sampling ihm extra nochmal höhere Werte geben oder so. Also ihr habt da noch Möglichkeiten, das zu manipulieren, wenn euch irgendwelche Schatten, die jetzt hier gefallen sind, durch den Iridium's Cache GI nicht präzise genug sind, dann könnt ihr das mit dem Pro-Pixel nochmal zwingen, dass er da genauer bleibt. So, und das ist aber ehrlich gesagt auch alles, was ich über GGI noch großartig rausgefunden habe. Viel ist es nicht. Ihr merkt euch einfach, lasst den ganzen Quatsch eingeschaltet. Hier die Sachen, die sind alle schön, machen das Bild besser, sparen Renderzeit. Und Radiosity Map könnt ihr in den meisten Fällen auch gerne einfach mit einschalten. Tut ja auch nicht weh. Behaltet im Hinterkopf, es verbraucht ein bisschen Speicher und hat halt die Einschränkung, dass ihr dann nicht unendlich Strahltiefe hier machen könnt. Das war's. Okay, so. Machen wir zu hier. Also machen wir zu. Haben wir noch eine Geschichte? Ich mache mal kurz Pause und denke mal nach, ob ich noch was für euch habe. So, na klar. Ein paar Kleinigkeiten habe ich noch. Und zwar, es ist noch eine witzige Funktion. Ich gehe mal, erzeug meine Kamera und stelle hier mal kompliziert in den Raum gestaffelt Würfelchen auf. Moment, ein Würfelchen da und ein ganz weit hinten, so. Und wieso tue ich das? Die Kamera hat jetzt nämlich eine interaktive Fokusdistanzfunktion noch bekommen, was ganz nett sein kann. Also ihr seht, hier ist ein kleines Icon neben der Fokusdistanz und ihr könnt jetzt, wenn ihr das ausgewählt habt, direkt in der Szene ein Objekt anwählen. Zack, guckt euch mal an, der ist 2058 weit weg. Hier vorne, der Junge ist 492 und der hier ist 900. Ist nett, oder? Kann man mitmachen. Okay. Und eine Geschichte habe ich auch noch getestet, und zwar zu der Alembic-Export-Geschichte. Ich hatte euch ja schon gezeigt, man kann da MoGraph und alles Mögliche exportieren. Ich wollte euch das auch nochmal beispielhaft an Thinking Particles zeigen. Und zwar, ich mache mal hier ordentlich ein bisschen 10.000. Ja? So, gucken wir uns mal an. Gucken mal an, was er hier an Rechenkraft verbraucht. Rechenpower. So, da ist schon ein bisschen was los. 21% meiner Systemgeschwindigkeit. Sprich, und guck mal hier, zeigt der CPU 100%. Das heißt, ein Prozessorkern ist jetzt gerade bei mir hier komplett ausgelastet. Und ihr seht ja auch, dass das nicht mehr flüssig ist. Okay, so, speichere ich den ganzen Horst mal und Alembic ab. So, ich habe das hier vorher schon gemacht, deswegen nenne ich die jetzt mal 3. Sichern und natürlich Particle einschalten. Stoppbild, ich mache mal bei 100. Okay, so, jetzt kalkuliert er hier so ein bisschen. Animationsbild, bla 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 bla. So, und das hatte vorher nämlich bei meinem ersten Quick and Birdie Test nicht geklappt. Weil ich eine Sache nicht wusste. Zack, so, das ist jetzt unser Alembic Export. Man kann übrigens
die Kamera ist ja hier auch nur so ein komisches Objekt. Wenn ich die verwandle, ist sie wieder eine richtige Cinema-Kamera und ich kann durchgucken. Whoop. So, jetzt ist es wie vorher. Der Würfel bewegt sich, der ist auch gebaked sozusagen. Und die Partikelgeometrie erzeugt aber keine Partikel, denn wir müssen ihr erst wieder... Moment, wo ist er? Hier, Thank You Particles. Eine Gruppe zuweisen. Da. So. Und jetzt macht er auch ganz brav die Partikel. Und wie ihr jetzt schon sehen könnt, und der Witz ist, ich kann das ja auch verschwinden lassen, weil das braucht es ja halt gar nicht mehr. Dieselben 10.000 Partikel pro Shot gehen jetzt unheimlich schnell und verbrauchen 24, 38, 27, keine Ahnung, ein Viertel der CPU-Zeit, also wirklich deutlich weniger. Und ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr komplexe Szenen habt, hatte ich letztes Mal schon gesagt, mit MoCraft, mit Thinking Particles, alles wird langsam und immer langsamer. Damit kann man sich helfen. Man kann sich jetzt so ein Zeug einmal rausspeichern, wieder reinholen als Alembic und dann von der Festplatte einlesen lassen und entspannt seine Szenen damit ein bisschen. Das ist eigentlich eine ziemlich tolle Geschichte. Ich bin mal gespannt, wann ich das erste Mal einsetzen werde und mich dann total freue, dass es existiert. Okay, so. Kleinigkeiten. Für dich noch was? Bis gleich. So, und zwar in der Welt der Shader gibt es noch ein paar Kleinigkeiten. Ich mache mal eine Kugel und ein fancy Light. Moment. So, von der Seite. Und ein kleines Ambient Light von der Seite. Zack. Und habe hier ein Material. Und hier habe ich im Relief Channel, ich habe mir einfach mal aus den schönen Sets vom Sculpting die Krater-Map ausgeliehen. Seht ihr das hier? So eine Schwarz-Weiß-Map. Ne? Riesig. Da. So. Und das ist ja die Ansicht, die wir normalerweise mit einer BAMP, aka Relief-Map, haben. So. Klar kann man einem Objekt so ein bisschen Strukturen geben, ist schon ganz nett. Aber es gibt auch einen neuen Shader für den Normal Channel. Der heißt Normalizer und der verwandelt wiederum Schwarz-Weiß-Texturen. Moment, ich hole mir mal die aus dem Reliefkanal. Shader, Bild kopieren. Zack, zack. Und einfügen. Der verwandelt jetzt Schwarz-Weiß-Texturen in normalen, weil normalen haben ja so RGB-Werte und funktionieren ja eigentlich ähnlich wie BAMP-Maps, allerdings haben die ein bisschen mehr drauf. Also die Berechnung sieht eigentlich immer ein bisschen besser aus. Guckt euch das mal an. Da ist er. So, Delta, das kann man hier noch alles einstellen. Okay. So, das ist der Unterschied. Das ist dieselbe Textur, jetzt mit der normalen Map. Guck nochmal die BAMP-Map an, hier, die kann ich zwar jetzt auch stärker einstellen, aber die Berechnung ist da in den meisten Fällen nicht so realistisch wie bei einer normalen Map. Und jetzt kann man einfach eine Textur in den normalen Channel schmeißen, mit Hilfe des Normalizers. So, das ist neu und es gibt tatsächlich auch einen neuen Holz-Shader. Muss ich selber mal gucken, wo der rumhängt. Oberfläche Holz. Da, ich schmeiße ihn auch mal hier drauf. Zack. Und der hat jetzt zahlreiche Optionen. Es gibt auch ein bisschen voreingestellte Geschichten. So, seht ihr das? Holz. Großartig, ne? So, ich mache meine Böden. Vielleicht. Das würde mich erstmal interessieren. Holen wir uns mal unseren verwitterten alten Ogre rüber. So, zack. Mr. Ogre. Oh. Er muss das immer hier vorcachen. So, der scheint irgendwo in der Szene zu liegen. Ist mir jetzt total egal. Ich setze mal hier alles auf Null. Und bin fasziniert, was gerade passiert. Ich kann... Aha, okay. Wow. Der ist so riesig skaliert, der steckte gerade in der Kamera. Okay. Du bist mein Bursche. So. Jetzt machen wir mal aus dem Jungen... den ganzen Dellen. Ein Holzjunge. Wollen wir das? Ja. So, Flächenlicht. Ach, warum nicht? Ein bisschen Schatten. So, Scheibe.
Wut. So, Palisander-Oger. Was wir hier heute alles sehen. So, und das ist der Holzschäler. Der ist neu und überarbeitet. Und ich weiß gar nicht, der alte, der konnte ja wirklich gar nichts mehr. Also der war echt schlimm. Und das hier ist jetzt eine neue Variante. Kann man wahrscheinlich auch einfach mal nett Shader kopieren, in den BAM-Kanal reinschmeißen. Zack. So. Und jetzt haben wir einen Holzoger. Okay, es harmoniert jetzt nicht mit den reingeskalpten Geschichten. Man kann auch sagen, mach mal Jahresringe. So, dann verhält er sich noch anders. Und ich weiß gar nicht, wie der jetzt hier rauf gemappt ist. Als UV ist natürlich Quatsch, denn der gute Ogre, der hat gar keine UV-Maps. Mal gucken, was er jetzt hat. Ah. So, das ist der Holzschäler. Und außerdem der Brick-Shader, der so Steinwände macht, wurde auch ein bisschen verbessert. Aber ehrlich gesagt, ich benutze solche Shader eh gar nicht. Und es gibt auch noch einen Verwitterungsshader. Da könnt ihr also eine Textur reinschmeißen und sagen, bitte einmal verwittern. Muss ich das jetzt echt mal vormachen? Wir gucken uns das mal an. Ich habe mir den nämlich auch noch nicht angeschaut. So. Tack, tack. Mal ein neues Material. Und suche mir hier aus meinem Desktop unglaublich schöne Textur aus. Ja, nehmen wir mal das hier. Nein. Drufter. So. Textur. Und mal gucken, wo sich der verwittern. Da. Zack. Zack. Okay. Intensität, glätten. Wichtung, hell-dunkel. Intensitätsshader? Interessant. Okay. Bilde ich mir das gerade ein oder passiert das wirklich? Nochmal zurück aufs Original. Okay. Ich sehe jetzt gerade keinen großen Unterschied, wenn ich ehrlich sein soll. Intensität, wir meinen ganz viel. Ja. Yeah. So, also hier sieht es zwar jetzt aus, als wenn er es einfach nur so ein bisschen blurrt, aber tatsächlich hat er dieselbe Wirkung, als wenn jetzt auf dieses Graffiti an der Wand draußen ständig geregnet wurde und das dann schon so ein bisschen nach unten läuft. Das ist der Verwitterungsschäler. So, und jetzt seid ihr da. Also, wenn die R14 rauskommt, macht mal ein besseres Beispiel. Mich hat es jetzt verlassen hier. So, das reicht ja auch für heute. Ja, genau, und das reicht auch für heute. Nochmal ein bisschen nachträgliche Geschichten zu den Funktionen. Noch ein bisschen genauer, das wollte ich euch noch unbedingt erzählen. Es hat auch jemand gefragt nach dem In- und Export von CinemaScene in After Effects. Ich habe das tatsächlich probiert, es funktioniert. Also ich kann jetzt hier eine CinemaScene erzeugen und in After Effects einfach als C4D-Datei reinladen. Ich kenne mich aber, was die 3D-Funktionalitäten von After Effects angeht, überhaupt nicht aus. Also ich konnte es dann in After Effects einfach nur so die Layer sehen und nicht verstanden, was ich damit machen kann. Deswegen will ich das ja auch nicht vorführen, kenne ich nicht. Vielleicht, wenn ich es eines Tages gelernt habe, was da abgeht, zeige ich es euch auch mal. Momentan müsst ihr erstmal nur den Text aus der Pressemitteilung von Maxon Glauben schenken. Also ich habe es bestätigt. Ja, Photoshop und in Photoshop kann ich euch das mal zeigen. Photoshop und After Effects können jetzt einfach C4D-Datei einlesen und die könnt ihr dann benutzen. Gucken wir uns mal an. Öffnen. Moment. C4D. Hey. Sculpting. Oh, da. Da ist er jetzt in Photoshop. Ich wüsste aber in Photoshop noch nicht mal, wie ich den hier drehen kann oder so. Keine Ahnung, ey. So, 3D-Rendereinstellung. So, ihr seht, das ist ein 3D-Modell. Man kann wahrscheinlich in Photoshop das jetzt drehen und machen und tun. In After Effects wird es ähnlich sein. Es funktioniert und eröffnet sich eine Palette an fantastischen neuen Möglichkeiten, die mir noch nicht klar sind. Okay, so, das war es jetzt aber wirklich für heute. Ja, ist auch genug Zeit vergangen, ne?
Moe Tansen für Mostai TV, das war jetzt, glaube ich, aber über die R14 die letzte Sendung, die noch Sinn gemacht hat vielleicht. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht einfach nur alles wiedergekäut und ihr langweilt euch ganz großartig. Schreibt mir trotzdem mal gerne in Blog und Facebook, was ihr euch für die Zukunft wünscht, was ich hier noch weiter machen soll. Ich habe natürlich ein paar Ideen noch im Hinterkopf, aber bin offen für Input. Ihr wisst Bescheid. Freue mich natürlich auch überhaupt, wenn ich mal was von euch höre und ein paar Ideen bekomme, was euch da draußen so interessiert. Von Zeit zu Zeit schreiben mir ein paar Leute, das sammle ich auch und warte auf den passenden Moment, um das dann mal fortzuführen. Okay, Moe Tansen, Mostai TV und ich bin raus. Bye bye. Nein, ich bin wieder drin. Sponsored by Isa. Yeah. Jetzt bin ich raus. Bye.